Ein herzliches Willkommen zu Die Siedler 2. Ich begrüße euch wieder hier bei der Erweiterung mit den Wikingern, wo wir uns ein wenig vorangewagt haben. Ich glaube, ich werde hier tatsächlich auch diese Leute hier aus dem Turm rausmachen, weil wir hier unten Katapult haben, was uns wahrscheinlich abschießen will. Wobei andererseits, ich weiß es nicht. Ich meine, die haben halt hier auch nicht wirklich viele Einheiten, mit denen die uns zusetzen können. Gebiet verloren. Ey! Ey, was ist das denn? Alter, das ist ja kackendreist. Jetzt ist das Gebiet abgeschnitten. Alter! Alter, bei euch piept's ja wohl. Was soll das denn? Ja, da würde ich auch mal sagen, hier schießen wir aber gleich mal komplett zurück hier. Das Ding wird aber mal direkt zermörsert hier, eine Wachstube. Direkt mir vor die Nase zu setzen. Also, das ist ja... Was sind denn das für Manieren? Habe ich eigentlich sogar schon gesehen gehabt, ne? Aber, pff. Guck mal, die sind auch gar nicht hier hinten an dem Gebirge angelangt. Die haben ja echt noch gar keine Möglichkeit, so wirklich, was machen. So, Gebäude ohne Arbeitermühle. Ja, und Bauernhof. Ja, klar, weil, pff, wie denn auch? Es gibt ja keinen Weg dahin. So, unsere Soldaten laufen jetzt hier irgendwie zurück. Oder so. Wo sind sie denn? Keine Ahnung, wo die jetzt hinrennen. Naja. So, hier. Wachstube kaputt. Trifft der? Der trifft. Sieht gut aus. Na, natürlich nicht. Ich hätte... Wieso sollte er auch? Das ist ja jetzt gemein. Okay, gut. Wir haben jetzt aber trotzdem nach wie vor noch eine ganze Menge Soldaten hier, die uns auch beim Angriff wieder unterstützen können. Guckt mal, hier sind wieder ein paar Leute. Da sind sie, die laufen jetzt hier irgendwie rum. Haben den Weg gefunden und laufen jetzt zurück nach Hause. Hier haben wir noch das Katapult. Was jetzt hier? Was wird da? Eine Eisenschmelze wird da gebaut und noch eine Wachstube. Also die bauen sich schon ziemlich viel hier auf. Und haben jetzt aber auch... Die haben hier... Die machen mehr von uns kaputt, als wir von denen irgendwie. Also irgendwie sind... Irgendwie kommen wir da nicht ganz ran. Ich meine, wir schaffen schon, einige von denen nach und nach zu zerlegen. Wir machen das Gebiet nach und nach ein bisschen kleiner. Und sie kriegen halt auch keinen Zugang zu Gebirgen irgendwie. Also keinen Zugang zu Eisenerz. Die haben halt den Vorteil, dass sie halt irgendwelche mega krassen Generäle oder so jetzt wahrscheinlich in ihren Reihen haben, die wir halt irgendwie wegkriegen müssen. Wozu wir dann doch eine ziemliche Übermacht brauchen. So, ich frage mich auch, warum der hier nicht schießt. Also, schießt irgendwie nur der da hinten. Achso, Beschuss eingestellt. Achso, na. Das erklärt einiges. So, macht dir sehr gut. Du bist direkt davor und triffst nichts. Meine Güte. Keine Rohstoffe gefunden im Kohlebergwerk. Okay, da geht's schon los. Die ersten Bergwerke finden keine Rohstoffe mehr. Na, sind wir schon so weit. Aber das Granitbergwerk findet tatsächlich noch. So, komm, hier. Der sieht doch gut aus. Ja, nice. Und tschüss. Dankeschön. Sowas. Okay, ich glaube, ich sollte lieber den Brunnen hier hinten hinsetzen. Einen Moment. Hier die Bäckerei hinsetzen. Nee, das ist Schmiede. Also bei den Gebäuden der Wikinger komme ich noch ein bisschen durcheinander, merkt ihr, ne? Das merkt ihr. Ach so, Moment, hier ist ja der Bauernhof. Das sollte ich vielleicht auch nicht da einsetzen. Wie machen wir das denn dann? Ich baue hier erstmal das Granitbergwerk hin. So. Und dann schauen wir mal weiter, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall mal einen da vernichtet, das ist ja schon mal okay. Ja, und das Katapult scheint auch tatsächlich hier nicht ranzukommen an den Turm. Das scheint tatsächlich weit genug weg zu sein. Das heißt, dann kann ich auch tatsächlich hier meine Leute in dem Turm drin lassen. Und muss da nicht irgendwie... Ja, das Gebäude ist geräumt, das ist okay. Das hier ist geräumt. Das hier oben könnte ich theoretisch noch räumen. Denn so viele Leute sind hier eh nicht in der Nähe sonst. Da sind jetzt wieder zwei Soldaten drin.
Da ist noch einer von irgendwo hergekommen. Gebiet verloren. Schon wieder. Ach so, hier oben. Ja, okay, gut. Das ist ja lächerlich. Okay, gut. Das ist jetzt ja wirklich nicht so viel. Dann ist das ja entspannt. So, also Granitbergwerk hier. Ich baue... Ich baue den Brunnen hier oben oder so. Ich baue den Brunnen trotzdem nochmal hier. Und die Bäckerei auch trotzdem nochmal hier. So, vielleicht bauen sie hier ja nicht noch ein neues Gebäude. Man weiß es ja nicht. Wir lassen die da erstmal machen. Ja, mal schauen. Gut, erstmal gucken. Also, Bauernhof hat keinen Arbeiter. Gibt es keine Sense? Keine Sense mehr, ne? Okay, dann müssen wir eine Sense herstellen. Dann einmal bitteschön. Leg mal los. Okay. Tum. So, kriegen wir eine Sense und dann sind wir damit auch versorgt. Ah, und hier bauen sie jetzt eine Baracke. Jetzt wollen sie hier wahrscheinlich so ein bisschen das Gebirge sich einverleiben, damit sie hier dann auch irgendwie Eisen abbauen können oder so. Ja, das werde ich schon zu verhindern wissen. Im Moment haben wir allerdings auch lange keinen neuen Soldaten mehr dazu gekriegt. Warum denn das nicht? Warum denn das nicht? Wir haben hier Eisen. Wir haben hier eigentlich auch unsere Schmiedehütten. Also eigentlich gibt es hier doch alles. Eigentlich ist auch alles da, was wir bräuchten. Ah, okay, jetzt haben wir gerade einen dazu gekriegt wieder. Aber trotzdem, müsste doch mal langsam wieder ein bisschen was kommen. Okay. Gut, Steine werden auch geliefert. Sehr schön. Die Mühle wird wahrscheinlich bald mit Getreide versorgt werden. Also hier bauen sie eine Schmiedehütte. Ich glaube, die haben keine Steine mehr, kann das sein? Kann es sein, dass sie auch keine Steine mehr haben? Na gut, deswegen bauen sie auch eine Baracke, ne? Aber ich meine, guck mal, hier die Schmiede, die wird, war doch auch schon eine... Obwohl, na gut, die Wachstube bauen sie, das heißt, da haben sie Steine. Vielleicht dauert es einfach nur, bis der Stein da ankommt. Vielleicht haben sie einfach nur wenig Steine. Tja, sind halt irgendwelche asiatischen Piraten, ne? Oh, Alter, die Festung können wir aber richtig niederprügeln. Wenn wir wollten, könnten wir die Festung ja richtig niederwalzen. Ja, mal sehen. Ich frage mich, wo die Einheiten hingegangen sind, die sie geschickt bekommen haben. Ob die tatsächlich vielleicht hier in irgendwelchen Gebäuden hier unten sitzen oder ob die im Hauptquartier sind. Wenn die nicht im Hauptquartier sind, dann mache ich einfach das Hauptquartier platt und dann haben wir ja gewonnen wahrscheinlich, mehr oder weniger. Oh, oh, die sind aber gefährdet hier. Oh, weia. Muss ich aufpassen. Nicht, dass die hier angreifen und dann alles platt machen. Das wäre nicht so nice. Guck mal, hier Bäckerei wird auch nicht weitergebaut. Hm, haben wir es tatsächlich so weit, dass sie ohne viele, ohne Steine sind? Und haben sie keinen Soldaten mehr? Haben sie keine Soldaten mehr? Doch, da kommt einer. Okay, ich wollte schon sagen. Das wäre jetzt auch lustig gewesen, wenn sie jetzt keinen Soldaten mehr für die Baracke hier hinten gehabt hätten. Und hier gibt es dann auch... Da gibt es dann auch Gebirge. Das heißt, da könnten die dann theoretisch auch auf die doofe Idee kommen, halt Eisen abzubauen. Aber naja, wie gesagt. Wir haben im Moment den Vorteil, dass wir eine funktionierende Wirtschaft haben. Wir haben einiges an... Rohstoffen. Wir haben halt noch eine ganze Menge Kohle da. Die Kohlebergwerke werden wahrscheinlich bald ihren Geist aufgeben, zumindest das eine hier. Das hier wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile durchhalten, weil das noch nicht so lange steht. Aber da das hier schon erschöpft ist, wird das wahrscheinlich auch bald erschöpft sein. Gebiet verloren. Warte mal, wo haben wir hier unsere Brauerei? Die kann auch erstmal die Arbeit einstellen. Wir haben gerade 48 Bier. Okay, ja, hier Baracke, ne? Eigentlich muss ich mir aber auch keine Sorgen machen, wenn die keine Steine mehr haben, können sie auch keine Schmiede mehr bauen. Na gut, vielleicht haben sie irgendeinen Eisenschmelzer, haben sie auf jeden Fall. Mühle ist im Bau.
Schmiede sehe ich jetzt gerade nicht. Aber haben sie bestimmt auch irgendwo. Kann ja sein. Ja, trotzdem, im Moment ist das alles eine sehr entspannte Sache. Also, wir haben sie, glaube ich, ganz gut ausgeräuchert. Ich weiß nicht mal wie, weil wir haben ja gar nicht so viel gemacht. Die haben anscheinend einfach von Anfang an nicht viele Steine gehabt. Das ist wohl so die Sache. Und dann ist auch mir das Katapult egal, selbst wenn das dann ein-, zweimal trifft mit den vier Steinen, die da wahrscheinlich drin sind, macht das unsere Gebäude dann nicht kaputt, wenn wir hier dann irgendwie die Festung einnehmen oder so. Vor allem mit 15 Soldaten können wir da eingreifen. Das wird sowieso nix. Also, das wird nichts für die, das zu verteidigen. Selbst wenn sie einen General drin haben, werden unsere Leute das, denke ich, machen können. Die Festung ist voll besetzt. Okay, die ist auch voll besetzt. Der Wachturm ist voll besetzt. Gut, der hier ist geräumt. Der ist auch geräumt. Den kann ich bald wieder voll machen, aber erst hier natürlich. Ja komm, wir lassen noch mal ein bisschen Geschwindigkeit laufen hier. Ne? Noch ein bisschen Speed Rush. Bisschen die Geschwindigkeit ausnutzen hier von dem Spiel. Damit wir schon mal uns noch ein bisschen größere Armee zukommen lassen, weil das Ziel ja im Moment wirklich nur ist zu warten, bis wir hier genügend Einheiten haben und dann einen Kampf relativ entspannt eingehen können. Ich glaube, es sollte auch kein so großes Problem sein, weil, wie gesagt, tatsächlich die meisten Gebäude hier nur ein oder zwei Soldaten haben und wir deswegen nicht so weit, nicht so gefährlich sind tatsächlich. Ach, guck mal hier. Gehört das überhaupt noch dem Gelben? Ja, gehört noch dem Gelben. Gehört noch dem Gelben. So, wie sieht's aus? Das ist voll. Dem fehlen noch zwei. Dann warten wir, bis der noch voll ist. Wenn der dann noch seine zwei Soldaten gekriegt hat, dann greifen wir an. Und dann, guck mal, einer fehlt auch noch, dann, wenn wir noch einen mehr haben, dann haben wir auch genauso viel wie er. Dann haben wir auch 31 Soldaten. Und dann können wir da angreifen. Also 31 militärische Stärke. Wir haben ja mehr Soldaten, weil er irgendwelche mit Goldmünzen aufgepimpten Einheiten hat. Werden wir natürlich da nicht ganz so mithalten können. Unsere Leute sind halt ein bisschen schwächer. Also so ein General kann halt ja locker boah, so 3, 4, 5, 6 Gefreite niedermachen. Das geht relativ simpel. So, da kommt schon wieder ein Krieger. Und einen bräuchten wir vielleicht noch. Einer wäre noch ganz nett. Noch ein weiterer. Kommt gerade nicht. Es ist auch immer so in Phasen, ne? Es kommt immer mal ganz viel Eisenerz, dann kommt wieder gar kein Eisenerz, dann kommt wieder einiges an Eisenerz, dann wieder gar nicht. Immer so ein Hin und Her. Aber wir haben auch noch genügend Kohle. 90 noch. 90 Kohle noch. Ist immer noch eine gute Menge. So, ich glaube, jetzt, da das Schwert weg ist, haben wir jetzt, glaube ich, gerade einen weiteren Soldaten gerichtet. Der kommt da an. Sehr schön. Das heißt, wir werden gleich einen Angriff wagen. Oh, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich drauf. Oh, da bin ich jetzt aber mal gespannt, ob das gut geht. Und auch, ob wir dann vielleicht tatsächlich direkt zum Hauptgebäude mehr oder weniger durchgehen können. So, wir sind voll besetzt. 20. Auf geht's. Wir schießen auch mit Kanonen auf Spatzen. Selbstverständlich. Da gibt's noch Steine. Wieso habt ihr die nicht abgebaut? Und ja, es scheint tatsächlich so zu sein, dass sie halt komplett out of rocks sind. Out of stone. Denn die haben da wirklich nichts mehr. Die kommen einfach nicht voran mit den Baustellen. Und hier sind auch nur die schwachen Einheiten drin zum Glück. Keine Generäle, nichts wirklich Dramatisches. Okay, gut. Sehr schön. Blöd, dass unser erster Gefreiter gleich wieder drauf geht. Oder schafft er es noch? Nö, der schafft das nicht. Der wurde einfach instant wieder gebügelt. Aber die anderen können ja hier vielleicht noch... Ja, der hat schön einen weggeblockt. Der hat einen sogar bisher... Der hat, oh, geil. Die haben alle drei direkt gewonnen. Ich hoffe nur, dass der hier nicht jetzt gegen einen von den Angeschlagenen kämpft. Das wäre nun wieder ein bisschen ärgerlich. Nee, der kämpft gegen den hier. Okay. Oh, sehr gut. Hat auch direkt einen eingesteckt. Ah, meine auch. Sehr gut. Zweiter eingesteckt. Geil. Nice.
Sehr gut. Oh, das war sehr geil. Da war nur eine Einheit verloren, kann das sein? Ich glaube, da war echt nur eine Einheit verloren. Das klingt gut. Nehme ich so hin. So. Angebunden. So, die gehen jetzt alle zurück hier. Und ja, ich weiß nicht, was ich großartig machen muss. Da ist halt die Mühle, die sie bauen. Ja, wie viel haben wir besiegt? Ein bisschen mehr als er. Er hat ein oder zwei besiegt oder so und wir drei oder vier oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt stärker. Ja, größere militärische Stärke. Wir haben auch den Vorteil, dass wir hier direkt am Gebiet sind. Wir haben jetzt hier unsere Leute, die jetzt erstmal sich natürlich noch ein bisschen erholen müssen, ein bisschen Energie tanken. Aber sobald das getan ist, sehe ich eigentlich auch kein Hindernis oder nichts. Ich sehe nichts, was dagegen spricht, da dann anzugreifen. Könnten wir direkt das Hauptgebäude platt machen. Möglicherweise. Schlosserei. Moment. Moment. Die haben Eisen. Woher haben die Eisen? Und woher haben die Steine? Moment mal, wieso haben die plötzlich wieder Rohstoffe? Was geht denn da jetzt ab? Ach so, weil wir hier was eingerissen haben. Ah, ja, klar. Und dann sind davon irgendwie Steine übergeblieben. Und das bauen sie hier mit Steinen sich natürlich ihre Wirtschaft wieder auf. Aber wieso haben sie Eisen? Woher haben die Eisen? Die fangen jetzt nicht an, sich hier eine fette Armee aufzubauen und Soldaten zu rekrutieren, oder? Wir müssen es im Auge behalten. Oh, da bauen sie tatsächlich auch eine Schmiede. Okay, das finde ich nicht gut. Müssen wir im Auge behalten, ob die da tatsächlich Eisen haben. Und dann hier anfangen. Hä? Ja, ist ja komisch. Jetzt haben sie wieder Steine ohne Ende. Und basteln sich mit den Steinen hier, was weiß ich. Kohlebergwerk. Ja, ich glaub's ja nicht. Jetzt fangen sie hier tatsächlich an, sich hier richtig schön einzurichten. Jetzt fangen sie an. Na gut. Ich sehe euch. Oh, wir haben noch zwei Soldaten sogar in der Hinterhand. Okay. Okay, was machen wir? Machen wir Ansturm auf das Hauptgebäude? Oder wollen wir denen hier die Wirtschaft weiter lahmlegen? Ich meine, es wäre eigentlich schon ideal, hier hinten erstmal die Baracke niederzumachen, damit sie nicht hier auf die Idee kommen, irgendwie... Damit sie nicht hier irgendwie Kohle und sowas sich holen, ne? Das wäre eigentlich schon am besten. Andererseits, wenn ich das Hauptquartier halt direkt kaputt mache, dann... die haben halt noch ein Lagerhaus. Ich weiß halt nicht, ob wir instant gewinnen, wenn das Hauptquartier zerstört ist, ne? Könnte sein, aber pff, weiß ich halt nicht. Okay, ich baue hier hinten auf jeden Fall auch mein Lagerhaus hin. Für alle Fälle. Und ja, ich will nicht, dass die hier auch nur im Entferntesten irgendwie anfangen, Kohle abzubauen. Das kann ich nicht gutheißen. Da muss ich was gegen tun. Und zwar angreifen. So, die Schmiede ist fertig. Da kommt jetzt auch ein Schmiedemeister. Jetzt wird es sich zeigen, was die da haben. Ob die da wirklich Eisen noch auf Tasche haben und hier angreifen. So, den werden wir, denke ich, platt machen können, selbst wenn wir einen verlieren. Aber sehr geil, der hat das direkt abgewehrt, den ersten Schlag. Ja, okay, jetzt hat er einen eingesteckt. Ah, hat er direkt wieder einen ausgeteilt. Jetzt komm. Sehr schön. Instant Kill. Hä? Was? Ist das auch ein stärkerer oder wie? Hat der 4 oder wie? Ja, der war auch stärker. Das war ein stärkerer. Der war frech. Weil meiner hat ja eindeutig 3-mal getroffen gehabt. Gibt's wohl nicht. Na gut, so. Haben wir jetzt hier die Baracke eingenommen. Und... dann können wir auch die Folge schon wieder beenden, weil die Zeit schon wieder rum ist. Haben auf jeden Fall jetzt erstmal hier... Oh, die haben tatsächlich Kohle. Hier, guckt ihr das an. Die haben hier Kohle.
ist jetzt noch die Frage, ob sie dann auch Eisen haben, um hier was zu schmelzen. Das werden wir sehen. Ja, beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall das Hauptquartier angreifen. Mal sehen, ob ich das direkt mache oder ob ich noch ein bisschen warte. Ich will halt nicht, dass dann meine Armee plötzlich komplett aufgerieben wird und ich dann nichts anderes mehr einnehmen kann. Vielleicht sollte ich es tatsächlich machen, dass ich einfach hier die Wirtschaft rundherum lahmlege und dann erst ganz am Ende das Hauptquartier mir schnappe. Mal sehen. Werden wir uns beim nächsten Mal angucken. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.